Der aktuelle Blick in die Gesellschaft. Der Zwinker-Smiley in bewegten Bildern. Bitte geben Sie Ihr Spaßwort ein und locken Sie sich ein in die Homezone. Hallo und willkommen zur Homezone. Die Sonne kommt und ich strahle Sie an. Gastronomie draußen statt drin passt gut in den Sommer. Aperol statt Aerosole. Ob man dieses Jahr nochmal richtig Urlaub machen kann? Den Klimaschutz vergessen, ja. Eine Oper hören auf der AIDA, mit dem Flugzeug auf Kreta oder nochmal die Malediven besuchen, bevor sie absaufen. Wahrscheinlich geht es doch nochmal mit dem Auto zu irgendwelchen deutschen Urlaubszielen in diesem Jahr. Also Ausland lasse ich einfach mal sein, man kann es eh schlecht planen. Auch wenn es mit dem Auto länger dauert als mit einem Flug. Wenn ich die Baustellen auf unseren Autobahnen sehe, dann wird mir klar, dass die Bauarbeiter wahrscheinlich noch im Homeoffice sind. Letzte Nacht hatte ich das Licht an, noch beim Zähneputzen, schön Fenster auf, damit ein bisschen Luft reinkommt. Die Mücken haben sich da gefreut. Es juckt, warum kommen die immer zu mir? Könnte man nicht endlich mal die Insektenhotels öffnen? In den Gärten draußen laufen auch wieder die Rasenmäher. Und in den Innenstädten klingt es auch so, als ob die Rasenmäher die ganze Zeit unterwegs sind. Aber es sind getunte alte Autos, deren Fahrer auf ein Weibchen hoffen, wenn sie nur genug Gummi vom Reifen wegquietschen. Klingt wohl nachvollziehbar. Ich würde mich von meinem Auto nur beeindrucken lassen, wenn es ein Eiswagen ist. Das war noch los. In den letzten Wochen, Bischof Marx will ja zurücktreten, aber der Papst lässt ihn nicht. Dabei hatte sich Friedrich Merz gleich als Nachfolger zur Wahl angeboten. Aber nein. Hoffentlich macht der Bundespräsident Steinmeier das nicht so, wenn Merkel dann aufhören will. Sie hat das ja lange angekündigt, dass sie bei der nächsten Bundestagswahl ja nicht mehr dabei ist. Meine Amtszeit ist vorüber. Nein, Frau Merkel, Sie bleiben. Kommt hoffentlich nicht so. Den Konflikt mit Belarus und mit den Menschenrechten, das wollen wir Ihnen jetzt heute nicht erklären. Dafür gibt es ja die Kommentarspalten bei Facebook. Also widmen wir uns der Freude. Willkommen zu einer Riesling-Schorle der guten Laune. Und spritzig wie immer ist hier Markus. Diese Themen spielen heute keine Rolle. Jetzt wissen wir, warum Karl Lauterbach keine Fliege mehr trägt. Er wurde am Hals gestochen. Schwangere Hündin spielt Fußball. Guter Wurf geglückt. Und mal wieder Milliarden verschenkt. Frau eines Ministers scheuert ihm eine. Und guckst du Fußball? Ja, Fußball, also da bin ich voll im Thema. Ja. Gut, ich schaue jetzt nicht mehr so oft, seit Boris Becker nicht mehr spielt. Na, ob sich Jogi so anstrengt wie die Bundeskanzlerin? Schließlich gehen sie bald beide in Rente. Mhm. Er appelliert dann bestimmt an die Spieler, dass sie doch bitte gut spielen sollen. Aber wenn sie alle 11 eine eigene Taktik haben, dann ist es natürlich auch gut. Keine Sendung kommt ohne Bemerkung zu Corona aus. Das wäre es wie ein Gast, der kommt, aber einfach nicht geht. Wieso? Weil es kommt und einfach nicht geht. Sowas geht gar nicht. Du siehst ein bisschen geschafft aus. Hast du schlecht geschlafen? Ja, ich hatte einen Albtraum. Oje, lass mich raten, was war's? Hast du geträumt, dass du deine Nebenankünfte zu spät angegeben hast? Nein. Hat Julia Klöckner vor deinen Augen Küken geköpft? Nein, viel schlimmer. Viel schlimmer. Oje, aber der Traum ging doch gut aus. Wenn Scissorman nicht nochmal wiederkommt. Wenn einer wieder da ist, dann ist es der Sommer. Was erwartet uns in den nächsten Monaten? Hier ist unsere kleine Vorschau. Tja, die Bundestagswahl steht vor der Tür. Dann gibt es wieder lange Reden, welche Visionen und Ideen die Parteien für die Zukunft haben. Liebe Parteifreunde, ich habe heute Morgen schon eine Rede gehalten. Da sind schon viele Sachen drin. Dann gibt es den Antrag 701, liberal braucht Mut. Da steht alles drin, was ich zu sagen hätte. Europa, föderales Europa,
ordnungsgemäße Abstimmung hier, wenn man Anträge reinbringt. Gemeinwohl und die soziale Frage. Damit hetze ich und bitte wählen Sie mich. Ich will die Zeit nicht in Anspruch nehmen. So. Bundeskanzlerin Angela Merkel wird abgewählt, obwohl sie gar nicht mehr angetreten ist. Sie erkennt die Wahl nicht an und behauptet, jemand habe hunderttausende Stimmzettel gegessen. Das Kanzleramt will sie trotz Wahlniederlage nicht verlassen, da es nirgendwo einen so leckeren Hackbraten gebe wie dort und in Mörchen erst. Außerdem habe sie sich gerade erst einen neuen Toilettendeckelschoner in den drei Deutschlandfahren gekauft und den Deckel ihres Büros im Kanzleramt damit überzogen. Ihr Ehemann ist sauer, dass sie nicht mehr nach Hause kommen mag. In ihrem stündlichen Kanzlerin-Podcast ruft sie die wilden UnionsanhängerInnen dazu auf, den Reichstag zu stürmen, damit Annalena Baerbock nicht der neue Kanzler wird. Söder Söh könnte die Bundestagswahl ablaufen, aber vermutlich kommt es doch ganz anders. Rock am Ring kann 2022 wieder stattfinden. Beim Biertrinken ist allerdings ein Mundschutz zu tragen, was die Verwendung von naturtrüben Bieren leider verhindert. Aufputschmittel kommen aber dann nicht mehr aus Kolumbien, sondern von BioNTech. Steuererhöhungen wird es dieses Jahr nicht mehr geben, Gott sei Dank. Wir haben Bundestagswahl. Das Jahr bis dahin muss man immer genießen, denn da wird uns das perfekte Leben vorgegaukelt. Ja, wenn das das perfekte Leben ist, dann gaukeln Sie aber ganz schlecht. Ein ganzer Planet hängt an der Nadel. Solange es nicht süchtig macht, sondern immun. Danach müssen wir dann eben sparen. Nein, nicht sparen. Dann haben wir Laschet. Ich würde ja zu jedem Kandidaten sagen, Laschet sein. Aber wer soll's denn machen? Wem passen die Hosenanzüge von Merkel? Und bekommen wir dann vielleicht einen völlig anderen Politikstil? Mehr Veränderung, mehr Visionen. Aber will man das eigentlich überhaupt alles? Das heißt ja nicht, dass automatisch Veränderungen allen schmecken. Der Sprit wurde in diesem Jahr schon satte 40% teurer. Den Text habe ich gestern geschrieben. Gestern Abend habe ich noch getankt. Das waren fast 50 Cent mehr, die ich bezahlt habe, als im Dezember. Ja, und dazu braucht es noch gar keine Grünen in der Bundesregierung. Grün ist doch sehr positiv aufgeladen. Zumindest für Fußballfans. Ich gebe noch schnell einen Tipp für heute Abend ab. Dann zeigen wir in der Zeit eben kurz Werbung. Metzgerei Schweinefuß präsentiert. Entdecken Sie jetzt die neuesten Angebote und Schnäppchen zur Fußball-EM. 5 Kilogramm Rinderhack halb und ganz für Ihr Fußball-Barbecue nur 3,99. Schießen Sie jetzt unsere Angebote. Hühnernackensteaks Kindenheimer Art von glücklichen Metzgern teilmariniert. Nur 6,99 pro halbes Pfund. Jubelpreise bei der Metzgerei Schweinefuß. Moorhühner aus der Westricher Moorniederung, verschiedene frische Stufen für 99 Cent pro Kilogramm. Das Angebot gilt nicht in unseren Filialen in Bockenheim neben der Freien Tankstelle und in der Talstraße in Oberwalder-Tiefenbach. Wir sind ausgezeichnet als einer der Top 100 Dienstleister in Heuchelheim bei Frankenthal. Metzgerei Schweinefuß. Das Leder muss rein. Ich gehe gern zu Netto. Denn nur Netto bietet durch sein limitiertes bis nicht vorhandenes Sortiment eine einzigartige Vielfalt der Sparmöglichkeiten. Oft verlasse ich den Netto-Discounter meiner Wahl mit genauso viel Geld im Portemonnaie, wie ich ihn betreten habe. Das gibt's wirklich nur bei Netto. Egal ob meine Lieblingsschokolade, verschiedene Wurstsorten, Brote sowie tägliche Gebrauchsgegenstände, sie sind so gut wie nie vorzufinden. Leere Regale sparen auch Zeit. So muss man sich nicht länger entscheiden, welches Produkt man nun in den Einkaufskorb legt. Ganz nebenbei fördert dies auch die Gesundheit, da unser Körper nicht mit schweren Lasten zu kämpfen hat. Netto bietet also ein rundum glücklich Paket. Wir würden uns freuen, auch Sie als unseren glücklichen Kunden begrüßen zu dürfen. Denn wer nichts kauft, spart am meisten. Der Deal zur EM. Das Bestattungshaus Reibach und Schwiegersöhne bietet Ihnen für jedes Tor der deutschen Nationalelf jeweils 5% Rabatt auf einen Sarg aus Vollholzbohlen, Krummholzkiefer oder Massivpressholz Eco Plus, wenn die würdevolle Abschiednahme noch bis Ende Juli stattfindet. Jetzt lohnt sich's. 5% Rabatt für jedes Tor der deutschen Nationalelf. Bestattungshaus Reibach und Schwiegersöhne. Man soll gehen, wenn's am schönsten ist. Die Papierkörbe in einem Kaiserslauterer Stadtteil sind jetzt digital, habe ich gelesen. Es handelt sich um ein Versuchsprojekt der Stadtbildpflege. Ich habe schon überlegt, was das jetzt bedeutet.
Was macht die Digitalisierung mit meinem Arbeitsplatz? Können die neuen Papierkörbe jetzt automatisch einen Berg runterrollen? Spucken sie jetzt alles wieder aus, was keinen grünen Punkt hat? Oder wenn eine Verpackung einen grünen Punkt hat, der aber schwarz aufgedruckt ist, dann ist es ja auch nicht korrekt. Also da muss man dann schon konsequent bleiben, finde ich. Oder vielleicht kann man Temperatur regeln wie im Smart Home. Wenn das Ding voll ist, wird die Temperatur in der Mülltonne so hochgestellt, dass der Müll verbrannt wird. Bald haben Mülltonnen wahrscheinlich auch einen Sprachassistenten, der einen anschnauzt. Deine Capri-Sonne hättest du auch leer schlürfen können. Ich weiß, dass das Zeug nicht schmeckt. Aber wenn Plastikverpackung, dann richtig leer machen. Oder, hey, eine Brezel vom Discounter. Schäm dich, du tötest die Existenz vom örtlichen Bäcker. Mülleimer, die einen bewerten. Das ist bestimmt auch noch irgendwas für die Zukunft. Dein Müll hat 3 von 4 Sternen zum Beispiel. Nicht schlecht. Das kriegen wir, sobald die Grünen die Koalition anführen. Die lifestyleigen Mülltonnen heißen dann künftig auch nicht mehr Abfallbottich, sondern Trashbutt. Das klingt so ein bisschen wie das Sendekonzept von RTL 2. Nein, es ist leider unspektakulärer in Kaiserslautern. Man kann jetzt überfüllte Papierkörbe im öffentlichen Raum auch per QR-Code melden. By the way, wie wir Germanisten sagen, unseren frisch gewählten YouTube-Kanal finden Sie übrigens auch unter einem QR-Code. Aber zurück zu anderem Müll. Da jeder Behälter nun eine einmalige Standort-ID erhält, kann der Papierkorb leicht identifiziert und lokalisiert werden, damit man ihn dann leeren kann. Saubere Sache. Die Technik übernimmt alles. Die Smartphones könnten uns doch eigentlich mal abnehmen, bei Instagram und Tinder rumzuhängen. Also, dass sie selbst Hasskommentare schreiben könnten, das wäre doch was. Guter Tipp, ja. Nur das Fernsehen, das sollten sie uns doch bitte nicht abnehmen. Obwohl, vieles von dem Programm will man dann eigentlich doch nicht selbst gucken. Läuft die Flimmerkiste denn schon wieder? Du hast doch heute Nachmittag schon vor der Glotze gelegen. Das war nur kurz. Och, die ein oder andere Stunde schon. Ja, was soll ich denn sonst machen? Die meiste Zeit in der Pandemie konnte man jetzt nicht mal Sport machen. Du hast noch nie Sport gemacht? Ja, ich hätte es jetzt aber noch nicht mal gedurft. Die wissen ja auch nicht mehr, was sie bringen sollen. Och, das sind alles Wiederholungen. Vorhin haben sie die Teilnehmer vom Dschungelcamp bekannt gegeben. Also bei dem Bekanntheitsgrad sind wir auch bald dran. Und dann machen die sich Sorgen, ob Cannabis dumm macht. Willst du noch Nachrichten gucken? Nee, der Tag war schon deprimierend genug. Oh, meine Schwester schreibt... Ich hab doch gesagt, der Tag war deprimierend genug. Schalt mal ins Erste, das soll ein schöner Film laufen. Du hast es nicht schon gesehen? Ja. Ja, stimmt. Ist das nicht der Film, wo sich am Ende rausstellt, dass sie ihn betrogen hat und nicht umgekehrt? Ja, toll, das Ende habe ich jetzt überhaupt nicht mehr gewusst. Ja, sag ich's doch. Ja, vielleicht hätten wir noch gucken wollen. Mal noch Chips oder sowas? Nicht auf der Couch, du krümmelst alles voll. Du hast doch gestern Abend auch hier deinen Schlafgut-Tee getrunken. Der krümmelt ja auch nicht. Ja, es geht ja ums Prinzip. Außerdem habe ich auf den Schlafgut-Tee auch nicht gut geschlafen. Ja. Ich schlafe ja am besten vom Fernseher ein. Ich glaube, darauf haben wir das Programm extra abgestimmt. Weißt du, was zu seinen Sendungen heute Abend gut passen würde? Ein Bier? Nee, Stromausfall. Also ich weiß ja nicht, wie du es siehst, aber manchmal kann man auf Arte noch was angucken, oder? Oh nee, das ist ja auch, das ist doch immer so langweiliges Zeug. Dann. Ja, ein bisschen lesen. Von wegen, die wissen nicht mehr, was sie bringen sollen. Am Ende noch ein paar hilfreiche Weisheiten. Ein blindes Huhn lacht am besten. Man sollte nicht das letzte Hemd ins Korn werfen. An apple a day keeps Windows updates away. Andere Mütter kehren gut. Nehmen Sie sich unsere Weisheiten zu Herzen und kommen Sie gut gebräunt durch den Sommer. Und wir kommen wieder, bis es Ihnen gefällt. Adios. We'll be right back.
Das Angebot gilt nicht in unseren Filialen in Bockenheim neben der Freien Tankstelle und in der Talstraße in Oberwalden-Tiefenbach. Hallo liebe Zuschauer, Ihr Programm aus der Heimat gibt es jetzt in höherer Bildqualität. Die offenen Kanäle in Rheinland-Pfalz senden seit 21. April 2021 in HD. Ab 3. Mai empfängt man nur noch die HD-Sender. Wenn Sie in Zukunft Objektiv, Menschen, Leben, Rheinland-Pfalz und viele andere Sendungen aus Ihrer Region sehen möchten, dann brauchen Sie den offenen Kanal in HD. Und das geht ganz einfach. Programmsuchlauf per Fernbedienung starten, Ihren offenen Kanal in HD aus der Liste auswählen, speichern, fertig. Das Programm Ihres offenen Kanals wird künftig nur noch in HD-Qualität gezeigt. Noch Fragen? Infos dazu finden Sie auch hier. www.medienanstalt-rlp.de oder die Service-Hotline 0621 545 50230. Wir sehen uns im offenen Kanal und in HD. Sieht man da künftig jede Falte? Mist.